Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute im Studio ist der Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Ich bin der Sashi und heute haben wir den 22. August und am 22. August, da sind so richtig die interessanten Themen da, die wir raushauen. Ja? Also pass auf, Geburtstag hat, sag? Oswald Haselrieder. Oswald Haselrieder war? Rennrodler. Rennrodler aus? Italien. Aus Italien. Das sagt doch schon der Name. Ja, und der, ja, genau. Und der war so bekannt, dass wir im Internet kein Foto von ihm gefunden haben. Ja? Oswald Haselrieder hat auf jeden Fall heute Geburtstag. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ja. Oswald Haselrieder. Aber 1920 wurde in Salzburg auch Hugo von Hofmannsthals Jedermann auf dem Domplatz erstmals aufgeführt. Und das war auch die Geburtsstunde der Salzburger Festspiele. Das war 1920. Mann, 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 da kann ich über, da kann ich über. Ja. 1914, ja. Was war denn da, bitteschön? In Wien war es. Nee. Ja, wird die Ankeruhr an einer Verbindungsbrücke zweier Gebäude errichtet. Boah! Geil, oder? Mann! Ja, der 22. August ist wirklich der Knaller. Ja, das ist aber ein herausragendes Werk des Jugendstils. Also das muss jeder wissen. Ab nach Wien, würde ich sagen. Ja. Ja. Also wenn ihr es heute noch schafft, ab ins Auto oder in den Flieger oder in den Zug. Guckt euch das an. Oder aufs Catcar, ist scheißegal. Ab nach Wien, guckt euch an. Der 22. August ist ein Knaller, was da alles passiert ist. Grandios. Till, ich bin so froh, dass du da bist. Oder warst. Warst. Oder vielleicht wieder kommst. Vielleicht komme ich wieder. Cheerio, Miss Sophie. Morgen ist wieder 23. Und da ist noch so viel geilere Sachen.